So, endlich wieder rette die Welt. Wir sind jetzt bei den nächsten Aufgaben und zwar die Schlacht von Blank Harbor. Und wir müssen einfach nur schließe die Mission, befreie Blank Hancor abschließen. Also eigentlich ziemlich simpel. Als Tagesaufgabe haben wir einmal Ninja, drei Missionen. Ich hoffe, dass ich es das halt trotzdem mit Ninja hinkriege, weil ich habe mit dem ehrlich gesagt so gut wie nie gespielt. So, dann haben wir noch Bunker, Hütten, bla 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 finden, aber das erledigt sich ja von alleine. Ich würde sagen, wir gehen direkt schon mal rein. Ja, mit Level 40, mal gucken, wie es wird. Vor allem, ich hoffe, dass wir Leute finden. Ja, ich sehe schon, der Reserve werden getestet. Und wie gesagt, nochmal danke schon mal für 54 Abonnenten. Die fünfte Zahl kam ja schon hinzu. Die sechste Zahl vom Passive Code wird kommen, wenn wir die 60 Abonnenten erreichen. Also wenn du noch nicht abonniert hast, jetzt ist die Chance dazu. Weil dann hast auch du die Chance, den Code mit eher zu knacken und dir die 10 Euro einzustecken. So. Zu zweit wird es, glaube ich, schwierig. Mal gucken. So, neuer Ladebildschirm ist auch da. Dank Battle Royale. Ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich Like-Zeit, Kommentierzeit und wenn du noch kein Abonnent bist, Abo da lassen. So. Also die Mission habe ich auch noch nicht irgendwie nebenbei mal gemacht. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ah, ist wohl Sturm bekämpfen. Drei Atlasse. Drei Atlasse? Nee. Aber Atlasse sind zwei. Aber müssen wir einfach mal gucken. Mein Stuhl voll auf Quietschen. Quietschstuhl. Na komm, Ladebildschirm macht doch hin. Ich habe das Gefühl, die Und dauern noch platziere mal die Atlasse, wenn länger, du soweit bist. ey. So, ach, jetzt sind wir schon mal zu dritt. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Gut, Metzen wir eigentlich immer noch gut aufgehoben. Aber wie man sieht, die Spitzhacke macht jetzt mehr Schaden. Das ist schon mal sehr gut. Ach, das ist der, der so springen kann. Nicht wannabe. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. So, hier machen wir in der in die Mission. Höhe bauen, um den Atlas zu platzieren. In der Mission machen wir auch nicht viel Hickhack, sondern probieren halt wirklich so schnell wie möglich die Mission zu machen. Wir müssen ja wirklich nichts anderes machen. Ich könnte aber mal gerade gucken, ob hier außen noch Hütten sind. Ich meine, die Aufgabe kann ich auch hier machen. Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Ja, lass uns erstmal ein Ding einbauen. Ach, oh, hier ist eine Sturmtruhe. Nur die Frage, ob die Leute die mitmachen wollen, weil allein brauche ich nichts probieren. Dafür sind wir ein bisschen zu hoch. Das macht sich schon bemerkbar, dass ich mehr Schaden mache mit der Spitzhacke. Und kommen sie? Na, ja, scheint nicht so zu sein. Gerade muss ich Blue mitholen. Ich überlege, wie wir angefangen haben. Ich weiß gar nicht, wie wenig Schaden die am Anfang gemacht hat. So, gerade noch ein bisschen Metall mitholen, weil wir werden natürlich mit Metall bauen.
muss mich daran gewöhnen, dass ich hier springen kann. Okay, das ist der erste. Alle drei Atlasse so nebeneinander oder was? Anderes? Hä? Da oben drauf. Okay. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn er da oben ist. Da muss ich schon mal Platz machen. So. Na toll. Ja. Das ist nie gut, wenn einer schon das Spiel verlässt. Das war, glaube ich, auch der, der schon, glaube ich, 60 war oder so. So. Ich kann das hier voll mit einbauen. Mal hier seine Treppe wegmachen. So. Da geht man aber auf Stein. Eigentlich könnte ich mir den Kasten komplett zumachen. Warte mal. Weil der oben dürfte uns eigentlich nicht interessieren, meine ich. So. Ach, was mache ich denn? Ich glaube, auch jetzt kommt hier keiner mehr rein. Das wird nicht einfach, weiß ich jetzt schon. So, Stein haben wir voll. Ich fange jetzt schon an zu nerven. Ich merke schon, wie lange ich brauche, um die wegzuholen. Sorry. Oh Gott, hoffentlich wird das hier nichts umsonst, ey. Eine Reihe ist ein bisschen wenig. Nichts mehr bauen. Hier nochmal die Breite. Ich weiß auch gar nicht, was ich an Fall noch dabei habe. Achso, die haben ja gesagt, können wir durchbauen. Gehen wir trotzdem mal hin, Wände hin. Ja, er hat auch zugemacht, das ist schon mal gut. So, dann können wir hier eigentlich die Metallwände durchziehen. Ich die nochmal abreißen. Ach, das habe ich hier. Das Metall. Ja. Hallo. Definitiv eine Menge Metz drauf. Hat er die auch verstärkt? Zwei komplett unterschiedliche Bautypen. Ach, was wollt ihr denn jetzt hier?
Wer nervt total? Dann, also den Kern verstärke ich mal auf jeden Fall. So eine Dexa komplett krass gebaut. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mission an sich schwer wird. Sie stürzt ab. Ich habe nicht meinen richtigen Charakter. Wir müssen die Drohne so gut es geht ausschlachten. Aktiviere die Drohne, um anzufangen. Hüllen! Verteidige die Drohne! Sache, das wird nicht einfach werden. Ich hab halt einfach. Nee, jetzt, hier wird es nichts werden, glaube ich. Dann nur zu zweit. Halt meine Gärbe sehen. Ja, hat doch noch funktioniert. Das wird nicht einfach werden, ey. Seine Er hat natürlich auch keinen Bär. Auch keine Material, ich tausend Material Materialien verballert. So. So. Da fängt schon an, wo werden die kommen?
seinen Plan. Da stellt alles hier in Fallen auf, was ich noch hab. Was ist das Ding eigentlich da? Achso. Jetzt trotzdem gerne noch eine zweite Reihe. Ey. So. Ich will halt auch nicht zu viele Materialien reinhauen, nicht dass am Ende die Mission nicht geschafft wird und alles ist weg. Hi Mr. Anyone. Ja, wie bist du? Anyone. Metallboden, das ist was komplett. Jetzt spielt sie mit Verteidiger. Okay. Ah, das sieht ja nicht schlecht aus, was man bewirbt. Am besten einfach ein Abo dalassen und halt unten den Passive Code knacken. Aber in der Videobeschreibung bzw. hier in der Stream-Beschreibung steht aber auch alles nochmal drin, extra im Video, also ganz simpel. So, hat er oben drauf was gemacht? Ich bin auch überlegen, ob ich hier oben noch, falls die Sprungdeppen kommen. Jetzt mal auf ganz primitiv. Also der Code erweitert sich halt immer um eine Zahl, wenn wir 10 Abonnenten mehr haben. Vor allem soll ich hier keine Decke. Und moin Varox. Boah, das hier was wird, ey, ich weiß nicht, ey. Verstärke jetzt trotzdem mal einmal außen rum. Gott, ich glaube, das hier wird die Aufgabe mit den meisten verbrauchten Materialien, ey. Aber er gibt sich halt auch so Mühe. Da habe ich keinen Bock, dann schuld zu sein, dass wir verkacken, nur weil ich ein paar Materialien rumgespart habe. Ja, da war richtig Fallen reingeklotzt, ey. 20er, aber trotzdem. Gott, ich habe hier gleich wirklich bald 2000 Materialien drin. Sorry. Hat er noch Fallen? Oh, sehr schön. Hier werde ich mich ärgern, wenn das hier nicht irgendwie erfolgreich wird. Varox 1, ja. Halt, wenn die Tagesaufgabe kommt. Weil die normalen Aufgaben habe ich ja auch noch. Fallen oder so. Hier kann ich aber noch ein bisschen was hinstellen. Mit Deckenfallen habe ich glaube ich gar nichts. Ach doch. Dann.
Ein Heilpad hin. Da komm, schon bei Ihnen auch noch. Ach, er hat schon welche stehen. Okay. So, was habe ich genommen? Also kein Problem mehr, dafür bin ich ja da. Deshalb machst du das ja mit den Aufgaben. Auch wenn mich Battle Royale an sich wirklich fast gar nicht mehr interessiert. Ist für mich irgendwie wie tot. Reizt mich halt irgendwie null. Ist halt wirklich einfach der Reiz weg. Eigentlich sind die Aufgaben ziemlich simpel immer bei Battle Royale, also. So, jetzt habe ich glaube ich wirklich alles rausgehauen, was ich habe. Jetzt habe ich ein Problem, wie komme ich hier wieder raus? Und ich kann noch nicht mal beginnen. Hä, wieso kann... Ich habe doch zwei aufgesammelt. Hast du zwei? Ne, der hat auch nur eins. Das war's an der Stelle komplett. Aber... brauchen wir diesen Blue. Und ich glaube, viel mehr können wir da auch nicht mehr machen. Ein bisschen Material muss ich doch mal wieder aufsammeln. Wir hängen an der Mission jetzt schon über 23 Minuten. Ist so ein Schwarz, oder? Oh, warum kommen die denn jetzt hier? Wir brauchen Blue. Ach, da eben. Geht nicht. So, ich habe hier irgendwo noch irgendwas drum liegen, oder nicht? Gerade beim Springen, da muss man sich dran gewöhnen, finde ich. Liegt denn hier nirgends was rum? Das kann doch nicht sein. Ich will jetzt keine Antenne bauen. Warte mal, wir haben noch drei. Hä? Hey, wir haben nur zwei Aufgaben. Ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich auch anfangen. So. Mal
Ich hoffe nur, dass hier die Front genug verteidigt ist. Das ist genug, Bluglow. Du schaffst es, Kommandant. Tja, schauen wir mal. Definitiv nicht einfach werden. Dann ist die Waffe fast kaputt. Oh, ich bin trotzdem, ey. Erfolg geschnitten. Boah, bei mir rennen sie schon durch. Schneller nach, ey. Das ist noch ganz. Schön, dass meine Waffe ist gleich kaputt, ey. Oh, oh, oh. Kann ich mal an die Wand kommen, um die zu reparieren? Sei zu fett, wäre es easy. Fähigkeit nicht, weil ich halt von denen irgendwie gar nichts. Die Linie gehört nicht gerade zu meinen Favoriten, sag ich jetzt mal. Was haben die denn so viel Schaden? Oh nein. Vielleicht auch Marsch. Drei Ware. Oh nein, ey. Ich mich noch. Nicht gut, gar nicht gut. Aber bis jetzt hat noch keiner irgendwie Schaden bekommen. Gar nicht.
viel Snowball. Das kann doch nicht sein, ey. Mit 100 Schaden. Was denn jetzt? Ja, ja, ja. Übertreibst du. Geht mir ja oben so auf den Sack, gell? Er trifft aber auch jeden Schuss. Mann, ey. Ich gehe aber so scheiße vorbereitet hier rein, ey. Ich brauche mir irgendwas kaputt zu zu bauen, ey. Nur noch 30 Sekunden. Ich weiß nicht, reicht das, wenn wir den Atlas hier einmal verteidigen oder müssen wir zweimal verteidigen? Schon wieder. Ja, rennen noch mehr mit. Dreifache Bedrohung. Oh. Dreifach Sieg. Auf jeden Fall GG, Toni. Das hat eine Menge Metz gekostet, ey. Aber Mission geschafft. Ah, ich habe aber auch scheiß Waffen mit. Da muss ich auf jeden Fall gleich dran denken, die Waffe zu ändern, ey. Gut, dafür habe ich keinen Metzring, ey. Aber das war alles andere als einfach. Gut, sie kamen eigentlich nie ran, außer jetzt am Ende einmal kurz. Aber waffentechnisch bin ich schon total scheiße aufgestellt gerade. So, jetzt haben wir erstmal eine Menge aufzumachen. So. Das war nicht so einfach. Obwohl der Atlas eigentlich gut lag, weil der eine war ja in der Luft im Prinzip. Da konnte eh keiner drankommen. Skin hat schon irgendwie was, bin ich ganz überlegen, mit den zu holen, aber in Anführungszeichen, ich spiele es ja wirklich nicht wirklich richtig. So, Anhänger sind gut, Gold ist auch immer gut, Helden hilft auch kein Mensch. Überleben im P ist natürlich super. Wir haben es geschafft, danke Kommandant. Zum Feiern ist es zu früh, wir haben noch Arbeit vor uns. So. Ich habe ein komplexes. Mein Körper wurde befreit, aber es gibt noch Probleme. Erd? Überlebende sind überall verteilt. Ich dachte, ich hätte mehr Lama. Ich
Wir müssen die Überlebenden retten und die Schutzbunker so schnell wie möglich evakuieren. Ah, Überlebende, immer her damit. Was haben wir hier? Was genau die, die wir haben oder nicht? Ich würde mir das ja anzeigen. Ganz muss ich sie gerade auch nicht verstehen. Also für die. Warum hast du Nun, so bin ich. Klassisch Schwarzen. Die Passive, der Code steht schon unten. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Also am besten Abo da lassen, Kanal ein bisschen verfolgen und so ganz simpel die 10 Euro abstauben. So. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das wirklich hier machen soll. Lassen wir das mal so. So, die kommt aber weg. Okay. Ich würde unbedingt noch auf 38 kommen. Ich glaube, hier hinten lieber. Naja, eher was. Geh hoch. Danke schon mal für das Abo. Wie gesagt, ich habe halt wirklich vor, auf meinem Kanal immer eine Passive-Karte da unten zu haben. Sei es 10 Euro, 20, 50. Und dementsprechend sind natürlich die Abonnentenzahlen. Man muss halt gucken, was so rumkommt. So. So kann halt jeder zu jeder Zeit gewinnen. Nicht irgendwie, du musst da sein, im Prinzip nur einmal das Video gucken, wie hat sich der Code eventuell verändert und dann halt Glück haben und den Code halt richtig erraten, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist aber auch nochmal ein extra Video, wo ich mich vorstelle und wie das Ganze dann abläuft. So, das war's schon wieder. Dann bin ich mit der Folge schon wieder fertig. Ah ne, hier, ich wusste doch, irgendwo war noch was. Wow, zwei Mini-Ladens. Oh. Ich wusste, dass ich was Besonderes bin. Ja, du bist ganz besonders. Was willst du denn mit nur grau? Ja, toll. Tolle Skizzen. Das ist Upgrade-Lamas waren. Weil zweimal Mini-Lama, was sich auf Silber hochhauen lässt. Oh, die ist glaube ich nicht schlecht, die Skizze. Weil für die Decke habe ich glaube ich nicht wirklich was, außer die Reifen. Ich versuche mich jetzt gerade selber. Ne, das für Boden. Ja, für Decke hatte ich nur die Reifen. Dann hatte ich hier die Reifen nochmal. Kommt auch nichts Vernünftiges im Shop, was Fallen betrifft und Decken. Das kotzt mich nämlich langsam auch ein bisschen an. So, Überlebende. Ja, ich will auch nicht auf Kampf jetzt irgendeinen epischen Weg schicken. EP man hier braucht, das wird schon abartig, ey. Was denn jetzt hier mal abonnieren wie ein Dulli? Auf jeden Fall trotzdem danke dafür. So, dann war's das mit der Folge. Wie gesagt, wer noch nicht abonniert hat, gerne Abo da lassen, Like da lassen. Ihr kennt das ganze Prozedere schon, die schon aktiv dabei sind. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.